Story. Als ich noch in diesem Schuppen an der Delancre wohnte, bekam ich den gehässigsten Schrieb meines Lebens vom Redakteur einer Sexzeitschrift in der Melrose Avenue. Hör mal, Bukowski, du kannst ganz gut schreiben, aber schick uns nie wieder so eine Story. Kein Mann kriegt in 12 oder 24 Stunden so viele Weiber auf die Matratze, schon gar nicht ein so hässlicher alter Furz wie du. Deine bisherigen fiktiven Sachen haben uns sehr gefallen, aber trag bloß nicht so dick auf. Die Leser werden es dir niemals abnehmen und für uns hier sind deine grausigen Übertreibungen eine gottverdammte Zumutung. Tja nun, ich überflog die Story und stellte fest, dass sie vollkommen akkurat war. Nichts war erfunden. Ich ließ die Seiten zu Boden segeln, ging in die Küche und mixte mir einen Drink. Kaum war ich wieder im vorderen Zimmer, da klopfte es an die Tür. Eine junge Dame stand da, sie wirkte wild entschlossen. Was machst du gerade? Nichts. Also ich fahre jetzt Nina schnell zu ihrem Vater und bin gleich wieder da. Oh, wie schön, Baby. Sie rannte zu ihrem Wagen, im nächsten Augenblick donnerte sie die Straße runter. Ich trank das Glas halb leer, da klingelte das Telefon. Hallo? Meldete ich mich. Eine Frau war dran. Was machst du so? Nichts. Trinkst du? Ja. Hast du eine Frau da? Nein. Wir sind zum Essen verabredet und du hast gesagt, du bleibst die Nacht bei mir, weißt du noch? Klar, Baby. Punkt 7 bin ich da. Sie legte auf. Ich setzte mich mit meinem Drink, trank aus, stand auf, machte mir noch einen und setzte mich wieder hin. Es klopfte. Meine Vermieterin, ihr Gesicht hatte ziemlich Farbe, hatte schon einiges intus. Okay, sagte sie, ich habe 12 Liter Flaschen Eastside im Kühlschrank. Kommst du? Später. Dass du mich ja nicht versetzt, du geiler alter Hundsknochen. Oh, keine Sorge. Weg war sie. Und ich schaute auf die abgelehnte Story am Boden. So dumm, dass manche dachten, nur gut aussehende junge Kerle bekämen die ganze Action. Dabei wollte ich es gar nicht. Es kam mir nur beim Schreiben in die Quere. Gut, es verging auch mal ein Tag, ohne dass sich eine blicken ließ. Da onanierte ich manchmal. Das waren die Tage, wo ich meine Arbeit machte. Ich hob die Story auf und steckte sie erstmal in den Umschlag zurück, um sie später an den Redakteur zu schicken, der mehr gesunden Menschenverstand hatte. Der Tittentempel. Mit Jimmy und Bill ging ich fast jeden Sonntag ins Varieté in der Main Street. In den Schaukästen hingen Fotos von den Girls. Es waren nicht immer die gleichen. Manchmal kündigte eine, dann wurde aus der Tingeltanglerie eine zur Stripperin befördert oder eine Stripperin musste zurück ins Glied und wurde durch eine Jüngere ersetzt. Es hatte etwas Trauriges, aber am schlimmsten war es während der Vorstellung, wenn manche von den alten Typen sich einen runterholten. Die Jungen machten es nie. Immer nur die Alten. Sie saßen fast alle in der ersten Reihe, die deshalb Glatzenspörsitz hieß. Mir gefiel der Komiker am besten. Er hatte viel zu große Klamotten an, Hosenträger, große Latschen an den Füßen, die Krempe seines Filzhuts war vorn und hinten hochgebogen. Er war wirklich gut. Wir lachten über seine Witze, seine Schrullen. Die schönste Stripperin trat immer zuletzt auf. Und an manchen Tagen zeigte sie alles. Es gab auch Razzien. Wir waren nie da, wenn es passierte. Aber jedes Mal machte das Theater nach einer Woche mit denselben Stripperinnen wieder auf. Einmal erlebten wir, wie die schönste Stripperin alles zeigte. Wir konnten es nicht fassen. Habt ihr das gesehen? Ja. Ich auch. Als wir rausgingen, waren wir noch wie betäubt. Ich wette, die machen ihn jetzt den Laden dicht. Wahrscheinlich war heute keiner von der Sitte da und der Geschäftsführer hat's gewusst und hat ihr gesagt, dass sie alles zeigen kann. Wieso werden sie dann manchmal erwischt? Weil die Sitte ab und zu einen neuen schickt, den hier noch keiner kennt. Ich finde, Frauen sollten ihre Pussy zeigen dürfen. Was ist denn schon dabei? Die Kirche hat was dagegen. Scheiß auf die Kirche. Wir gingen die Main Street runter. So jung würden wir nie mehr sein.